wenn der Hans Bächli, der leidenschaftliche Holzfuhrmann von Wörlingen, mit seinem Team und mit dem Fuhrwerk aufkreuzt, wird man in eine ganz andere Zeit zurückversetzt. Holzstämme auf- und abladen, wie man es zu Grossvaters Zeiten gemacht hat, ist angesagt. Die Geschichte hat angefangen um 1900 herum, wo der Grossvater mit dem Ross Holz geführt hat. Dann sind die ersten Traktoren gekommen, Eigenbau. Da waren einmal drei Brüder hier von dieser Firma Bächli, wo das Auto jetzt angeschrieben ist. Ja, und zu verladen mit Lastwagen. Übrigens dazumal noch rechts gesteuert und Seilzug, wenn wir uns genauer anschauen. Zuerst zwei Saurer und dann erst FPW und dann ist eins ums andere gegangen. Oder? Und mit dem Drahtseil, so wie wir sie jetzt gemacht haben, ist geschafft worden bis 1970. Und da ist im Team geschafft worden. Mit diesen Auto sind immer zwei gewesen, oder? Und wenn zwei miteinander ausgekommen sind, das ist natürlich goldig gewesen, oder? Also da ist der Tag im Nu durch gewesen, oder? Und da kommt beim Hans schon fast ein bisschen Wehmut auf. Und heute bist du immer allein, oder? Im Winter Schneeketten nur machen und ein sauer Theater. Es ist nicht immer schön Wetter, oder? Ja, und das werden wir heute bei dieser Vorführung auch noch erfahren. Und so funktioniert das Aufladen der Stämme. Ja, also das ist eine Winde mit zwei Trommeln. Und jede kann er steuern mit dem Hebel, wie mehr das du ziehst, wie mehr reisst die, oder? Ja. Und die hat nur eine Kupplung, oder? Wenn du los hast, hast du gesehen, dann geht der Ruggel wieder runter, oder? Da gibt es eine Stellung, die schleift immer, oder? Da gibt es eine Stellung, dann bleibt der Stamm stehen, oder? Und mit dieser Winde kannst du tiptop spielen mit dem Holz. Das ist also, ja, und da wird natürlich Zugkraft verlangt. Ja, die zieht schon etwa 6 Tonnen pro Seil, oder? Und das ist auch Eigenbau. Das ist, deren haben sie etwa 10 Stück gemacht bei uns daheim. Und das Auto vorne und die Seilwinden und alles ist Eigenbau. Der Hans bestimmt mit einem wachsamen Auge, welcher Stamm als nächstes aufgezogen wird. Da steckt jahrzehntelange Erfahrung drin. An der Winde jetzt übrigens der Sohn Adrian, der in die Fußstapfen von seinem Vater getreten ist. Und so wird ein Stamm nach dem anderen verladen. Rund eine halbe Stunde dauert das ganze Prozedere. Das Abladen geht dann ein bisschen schneller. Jetzt tut man ein Seil einfädeln, unten an den Riegel. Dann macht man das Schloss auf. Und dann kann er vorne hat man mit dem Bieli oder mit dem Hammer müssen unten klopfen, bis die Stütze, die Rungen, runtergeht. Und jetzt kann man dann, aber das hat man schon lange können, dann kann man mit dem Seil ziehen, dann stehst du vom Zeugen weg. Ja. Ja, dann rumpelt es. Und nachher kommt eben der Scheiß, oder? Wie grübelst du die auf dem Auto? Das Problem drängt sich bei der Vorführung, die von einem Platzregen überrascht wird und die Stämme zum Rutschen bringt, weniger auf. Generell ist der Verlad hier bei dem Oldtimer-Traktorentreffen für den Hans nicht wirklich eine Herausforderung. Ich meine, das ist jetzt natürlich, das sind die idealen Bedingungen. Oder? Wenn so eine Holz drunter rund ist, ja, hast du das Seil noch. Hast du ja gesehen, manchmal kannst du hinten rein, dann musst du zwischendurch, oder? Ja, das ist dann, wenn es natürlich im Dreck liegt, dann... Andere Liga. Nein. Und dann kommt auch noch ein bisschen der Berufsstolz dazu. Das sollte ja eine Gattung machen, oder? Das Letzte. Also, nicht bei allen, aber ja. Und da kann man also schon steuern, wenn das Holz nebenzu liegt. Oder? Ja. Wenn du jetzt an der Strasse nachgeladen hast, oder? Ja. Immer etwa zwei, drei und so, dann hast du halt Nodig genommen, so wie sie gekommen sind. Oder? Und hier können wir jetzt auslesen, einen hinter sie, einen für sie, oder? Hast du gesehen, wir haben nicht immer... Ja, und wenn man zum Schluss nach seinem ursprünglichen Berufswunsch als Bub fragen tut, ist das ein klarer Fall. Nein, für mich ist das, wie beim Adrian, für mich ist das gleich klar gewesen. Ja, du bist als kleine Pfüderi, bist da mit, oder? Und dann